Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video lernen wir, wie man dieses wunderschöne Shirt arbeitet, welches mega kompliziert aussieht, aber eigentlich ganz, ganz einfach ist. Wir häkeln eine Runde für die Basis unseres Shirts. Das ist eine Runde mit Stäbchen. Und dann haben wir einfach nur zwei Musterrunden, die wir stets wiederholen. Das Muster ist teilbar durch zwei. Wobei ich bin hier bei der Größe SM mit 124 Luftmaschen gestartet und diese 124 Luftmaschen sollten eigentlich für alle Größen ausreichen. Der Ausschnitt ist recht weit. Wenn ihr den enger haben möchtet, dann würde ich sagen, nehmt eine kleinere Häkelnadel und wenn ihr ihn weiter haben möchtet, eine größere Nummer an Häkelnadel. Mein Shirt ist wie gesagt in der Größe SM. Ich habe den mit einem Bändchengarn gearbeitet, welches wirklich wunderschöne Farben hat. Die Wolle sehen wir gleich im Anschluss. Bevor wir mit dem Pulli losstarten, habe ich drei Bitten an euch. Die erste ist, meine Stimme hört sich sehr gequält an. Ich kann es im Moment leider nicht ändern, denn ich habe eine ganz heftige Lungenentzündung hinter mir und diese ist noch nicht auskuriert. Da mir manchmal das Atmen und Reden schwerfällt, hört man das, denke ich, auch an der Stimme. Seht es mir bitte nach. Ich hoffe, das wird sich schnellstens ändern. Meine zweite Bitte an euch. Viele fragen mich immer unter den Videos, wie viele Maschen brauche ich für die jeweilige Größe oder wie teile ich die Maschen auf. Das kann ich euch nicht sagen, denn ich mache meine Pullis bzw. Shirts immer in der Größe SM, da ich diese für meine Tochter oder Schwiegertochter mache. Aber ich habe eine ganz tolle Facebook-Gruppe. Den Link findet ihr unter diesem Video. Und diese Gruppe ist wirklich super, weil der Umgang super nett miteinander ist und vor allem man hilft sich gegenseitig. Also es wird immer irgendjemand da sein, der den Pulli in eurer Größe gearbeitet hat und euch gerne weiterhilft. Deshalb kommt in diese Gruppe und ich denke, ihr werdet sehr gut aufgehoben sein. Und meine dritte Bitte, liked das Video, kommentiert das Video, denn nur so wird der Algorithmus auf Trab gehalten. Das ist ganz, ganz wichtig, denn die Regeln von YouTube werden immer strenger. Und so wird das Video auch Menschen und Leuten vorgeschlagen, die den Kanal noch nicht kennen. Und ich denke, da wird bestimmt der eine oder andere sich über die Sachen, die wir da sehen, freuen. Habt ganz, ganz lieben Dank und starten wir jetzt mit dem Pulli. Die Wolle, die ich heute verwende, ist ein Bändchengarn von Bariwoll, welches sich super einfach verarbeiten lässt. Ein Knäuel sind 100 Gramm und diese geben uns 200 Meter und empfohlen werden Nadeln 5 bis 5,5. Ich habe mein Shirt mit Häkelnadel 3,5 gehäkelt, weil ich das Ganze etwas fester haben wollte. Meine Farbpartienummer, die ich hier habe, ist die 3051. Es gibt noch ein Shirt, das heißt Markella im Kanal, welches auch mit Bändchen angearbeitet wurde. Und das war in orangefarbenen Tönen. Hier haben wir grünliche Töne, orangefarbene Töne, gelbliche Töne und es ist eine wirklich wunderschöne Farbkombination. Ich glaube, man sieht das auch am fertigen Shirt. Diese Farben passen perfekt und super zusammen. Im Online-Shop von Bariwoll findet ihr nicht nur Bändchengarn, sondern auch wunderschöne Bobbel. Schaut einfach rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Den Link zum Online-Shop gibt es unter diesem Video. Schauen wir uns an, wie wir unser Shirt arbeiten. Ich starte mit 124 Luftmaschen und diese Luftmaschenkette schließe ich jetzt zu einem Kreis, indem ich ganz vorsichtig zu meiner ersten Luftmasche zurückgehe. Wie immer achte ich darauf, dass sich die Luftmaschenkette nicht verdreht und gehe zur ersten Luftmasche zurück. Ich steche in die erste Luftmasche ein und hole mir jetzt den Faden durch beide Schlingen, die auf der Nadel sind. Drei Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und in derselben Masche, in der ich die drei Luftmaschen gehäkelt habe, nochmal ein Stäbchen. Somit habe ich jetzt hier zwei Stäbchen in derselben Masche gehäkelt. Am Ende der Runde kreieren wir hier eine Muschel und diese brauchen wir dann für die Zunahme.
So, jetzt geht's weiter mit Stäbchen. In der nächsten Masche ein Stäbchen. In der nächsten Masche ein zweites Stäbchen. In der nächsten Masche ein drittes. Und das mache ich, bis ich insgesamt 35 Stäbchen gehäkelt habe. Die 35 Stäbchen sind gehäkelt und in der nächsten Masche häkel ich eine Muschel für die Zunahmen. Und das mache ich wie folgt. In der nächsten Masche zwei Stäbchen in derselben Masche häkeln. Das erste und das zweite Stäbchen in derselben Masche. Jetzt zwei Luftmaschen und nochmal zwei Stäbchen in derselben Masche. Eins und das zweite. Somit habe ich jetzt hier in einer Masche zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen gehäkelt und es entsteht eine kleine Muschel. Es geht weiter mit Stäbchen. In der nächsten Luftmasche ein Stäbchen. In der nächsten Luftmasche das zweite. In der nächsten Masche das dritte. Und das mache ich, bis ich insgesamt 25 Stäbchen gehäkelt habe. Die 25 Stäbchen sind gehäkelt und jetzt folgt wieder die Muschel für die Zunahmen. Das heißt, ich bin gestartet mit 35 Stäbchen für das Vorderteil, dann eine Muschel für die Zunahme. Jetzt habe ich 25 Stäbchen gehäkelt für einen Ärmel, nun wieder eine Muschel für die Zunahmen. Also in der nächsten Luftmasche zwei Stäbchen in derselben Masche. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei Stäbchen in derselben Masche. Und die Muschel ist fertig. Jetzt wieder 35 Stäbchen für das Rückenteil. In der nächsten Masche das erste Stäbchen. In der nächsten Masche das zweite. In der nächsten Masche das dritte und das machen wir, bis wir insgesamt 35 Stäbchen haben. Die 35 Stäbchen fürs Rückenteil sind gehäkelt und jetzt folgt wieder eine Muschel für die Zunahmen. Also in der nächsten Luftmasche zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen, nochmal zwei Stäbchen in derselben Masche. Und jetzt häkle ich 25 Stäbchen für den zweiten Ärmel. In der nächsten Luftmasche das erste. In der nächsten Luftmasche das zweite. In der nächsten Masche das dritte und das mache ich, bis ich insgesamt 25 Stäbchen habe. Die 25 Stäbchen des Ärmels sind gehäkelt und ich bin auch am Ende der Runde angekommen. Und hier forme ich jetzt die letzte Muschel. Hier bin ich gestartet mit den drei Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und noch ein Stäbchen in derselben Masche. Und in dieser selben Masche häkel ich nochmal zwei Stäbchen. Also steche ich in dieselbe Masche hinein, in der die drei Luftmaschen sind und häkel ein Stäbchen und noch ein Stäbchen in derselben Masche. Und beenden tue ich die Runde mit einem Stäbchen in der dritten Luftmasche, mit der ich die Runde gestartet hatte. So, und hier ist unsere Muschel. Starten wir die nächste Runde. In der Lücke der Muschel, also in der großen Lücke, häkel ich erstmal eine feste Masche und
2 Luftmaschen. Und das Ganze zähle ich als ein Stäbchen. Und noch ein Stäbchen in derselben Lücke. So, und am Ende der Runde formen wir hier dann wieder die Muschel. Jetzt eine Luftmasche. Ich überspringe die 3 Luftmaschen und das Stäbchen. Und in der Masche des quasi dritten Stäbchens hier häkele ich ein Stäbchen. So, und ab jetzt eine Luftmasche, die nächste Masche überspringen, in der übernächsten ein Stäbchen. Und wieder eine Luftmasche, die nächste Masche überspringen, in der übernächsten ein Stäbchen. Eine Luftmasche, nächste Masche überspringen, in der übernächsten ein Stäbchen. Eine Luftmasche, die nächste Masche überspringen, in der übernächsten ein Stäbchen. Eine Luftmasche, und das machen wir, bis wir hier bei der nächsten Muschel der Zunahme angekommen sind. Ich habe hier die Muschel der Zunahme erreicht und hier mache ich Folgendes. Ich überspringe die 2 Stäbchen der Muschel, also hier ist mein Stäbchen, welches ich hier zuletzt gehäkelt habe. Dann folgen die 2 rechten Stäbchen der Muschel, diese überspringe ich. Und in der Lücke der Muschel häkel ich eine neue Muschel. Also 2 Stäbchen in der Lücke. Zwei Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen in derselben Lücke. Und die Muschel ist fertig. Und hier finden, wie gesagt, die Zunahmen statt. Und das Ganze jetzt nochmal. Eine Luftmasche, ich überspringe die 2 Stäbchen der Muschel der letzten Runde, das sind quasi die 2 linken Stäbchen, 1, 2, und in der Masche des dritten Stäbchens ein neues Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche, die nächste Masche überspringen, in der übernächsten ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Die nächste Masche überspringen, in der übernächsten ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Und das mache ich, bis ich hier die nächste Muschel erreiche. Ich habe die nächste Muschel der Zunahmen hier erreicht und arbeite genauso wie bei der letzten Muschel. Das heißt, hier ist das letzte Stäbchen, das ich gehäkelt habe. Die 2 rechten Stäbchen der Muschel überspringen und in der Lücke eine neue Muschel häkeln. Also ich steche direkt in die Lücke hinein, häkel 2 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen in derselben Lücke. Und die Muschel ist fertig. Und es geht normal im Muster weiter. Eine Luftmasche, die 2 Stäbchen der Muschel der letzten Runde überspringen. Ich gehe zum dritten Stäbchen und häkel ein neues Stäbchen. Eine Luftmasche. Die nächste Masche überspringen, in der übernächsten ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Die nächste Masche überspringen, in der übernächsten ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Und das wiederhole ich jetzt, bis ich hier bei der nächsten Muschel angekommen bin. Auch hier eine Luftmasche nach dem Stäbchen. Die 2 Stäbchen der Muschel überspringen, in der Lücke eine neue Muschel. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in derselben Lücke. Eine Luftmasche, die 2 Stäbchen der Muschel der letzten Runde überspringen, im nächsten Stäbchen wieder ein neues Stäbchen. Luftmasche, eine Masche bleibt leer, in der nächsten ein Stäbchen. Wir arbeiten so, wie wir es bis jetzt gemacht haben, bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen, das Stäbchen und die Luftmasche sind gehäkelt und nun forme ich hier die letzte Muschel. Mustergerecht überspringe ich die 2 Stäbchen der Muschel und steche in die Lücke hinein, um 2 Stäbchen zu häkeln. Das erste und das zweite. Und ich beende die Runde mit einem Stäbchen
in der zweiten Luftmasche, mit der ich die Runde gestartet hatte. Ich bin gestartet mit einer festen Masche und zwei Luftmaschen. Nun steche ich in die zweite Luftmasche hinein und häkel ein Stäbchen. Die Runde ist fertig und hier die Muschel. Zwei Stäbchen, die Luftmaschen, also das Stäbchen, mit dem wir die Runde beenden, sind der Ersatz für unsere Luftmaschen und dann nochmal zwei Stäbchen. Was wir jetzt hier gehäkelt haben, ist eine Runde mit Stäbchen. Diese zählen wir als Basis und dann eine Runde mit Kästchen und Muscheln. Diese Runde mit den Kästchen und mit den Muscheln ist unsere erste Musterrunde. Starten wir mit der zweiten Runde. In der Lücke häkel ich wieder eine feste Masche und zwei Luftmaschen. Und das zählen wir jetzt als ein Stäbchen. Und noch ein Stäbchen in derselben Lücke. Eine Luftmasche. Ich überspringe die nächste Masche, also das erste Stäbchen, und im zweiten Stäbchen häkel ich ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Ich gehe zum nächsten Stäbchen und häkel jetzt hier eine Knospe. Und das mache ich wie folgt. In der Masche des Stäbchens vier Stäbchen in derselben Masche häkeln. Eins, zwei, drei und das vierte. Wir haben vier Stäbchen in derselben Masche. Nun ziehe ich die Nadel aus der Schlinge, steche in die Masche des ersten Stäbchens hinein, nehme die Schlinge wieder auf meine Nadel und ziehe die Luftmasche, also die Schlinge, durch die Masche des ersten Stäbchens. Und somit ist hier eine Knospe entstanden. Eine Luftmasche. Ich gehe zum nächsten Stäbchen und häkle ein neues Stäbchen. Eine Luftmasche. Ich gehe zum nächsten Stäbchen und häkle wieder eine Knospe. Also vier Stäbchen in derselben Masche. Eins, zwei, drei und das vierte. Ich nehme die Nadel raus, steche in die Masche des ersten Stäbchens hinein, nehme die Schlinge wieder auf die Nadel und ziehe diese Schlinge durch die Masche des ersten Stäbchens und die Knospe ist fertig. Eine Luftmasche und das machen wir jetzt abwechselnd. In der Masche des nächsten Stäbchens ein neues Stäbchen. Eine Luftmasche. In der Masche des nächsten Stäbchens eine Knospe. Also vier Stäbchen in derselben Masche. Ich nehme die Nadel raus, steche wieder in die Masche des ersten Stäbchens hinein, nehme die Schlinge auf meine Nadel und ziehe die Schlinge durch die Masche. Und die Knospe ist fertig. Eine Luftmasche. In der Masche des nächsten Stäbchens ein Stäbchen. Eine Luftmasche. In der Masche des nächsten Stäbchens eine Knospe. Also wieder vier Stäbchen in derselben Masche. Ich nehme die Nadel raus, steche in die Masche des ersten Stäbchens hinein, nehme die Schlinge wieder auf die Nadel und ziehe die Schlinge durch die Masche. Eine Luftmasche, in der nächsten Masche ein Stäbchen. Und das machen wir jetzt abwechselnd, bis wir hier bei der Muschel ankommen.
Ich habe die Muschel der Zunahmen erreicht. Hier, das sind die zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Vor der Muschel hatte ich ein Stäbchen gehäkelt, eine Luftmasche. Nun gehe ich zur nächsten Masche. Das ist das erste Stäbchen der Muschel und hier häkle ich wieder eine Knospe. Also die vier Stäbchen in derselben Masche. Ich häkle die Knospe fertig und eine Luftmasche. Nun überspringe ich hier die nächste Masche und in der Lücke häkle ich eine neue Muschel. Nächste Masche bleibt leer, in der Lücke zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und nochmal zwei Stäbchen. Eine Luftmasche. Die nächste Masche überspringen. In der übernächsten Masche häkle ich ein Stäbchen. Eine Luftmasche. In der nächsten Masche wieder die Knospe. Vier Stäbchen in derselben Masche. Und ich häkle die Knospe fertig. Eine Luftmasche. In der nächsten Masche wieder ein Stäbchen. Luftmasche. In der nächsten Masche die Knospe. Und eine Luftmasche. Und das mache ich jetzt abwechselnd. Ein Stäbchen Luftmasche, Knospe Luftmasche, bis ich ja wieder die nächste Muschel erreiche. Ich habe die nächste Muschel der Zunahme erreicht. Das sind die zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Vor der Muschel habe ich eine Knospe gehäkelt, eine Luftmasche. In der nächsten Masche, das ist das erste Stäbchen der Muschel, ein Stäbchen. Und eine Luftmasche. Das zweite Stäbchen überspringe ich und gehe direkt in die Lücke der Muschel und häkle hier eine neue Muschel. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Auch hier überspringe ich jetzt das erste Stäbchen und arbeite in der Masche des zweiten Stäbchens. Das heißt, wenn wir die Muschel erreichen, hier sind die rechten Stäbchen, hier die linken. Im ersten Stäbchen arbeiten wir, das zweite überspringen wir. Da haben wir die linken Stäbchen, das erste Stäbchen überspringen, im zweiten arbeiten. Hier ist wie gesagt die Muschel und davor hatte ich ein Stäbchen gehäkelt. Also arbeite ich jetzt mustergerecht weiter mit der Knospe. Eine Luftmasche, das erste Stäbchen überspringe ich und im zweiten Stäbchen der Muschel häkele ich die Knospe. Vier Stäbchen. Und ich häkle die Knospe fertig. Eine Luftmasche. Und jetzt mustergerecht weiter. In der nächsten Masche ein Stäbchen. Luftmasche. In der nächsten Masche die Knospe. Eine Luftmasche. Und jetzt abwechseln wieder Stäbchen Luftmasche, Knospe Luftmasche, bis wir hier die nächste Muschel erreichen. Ich habe die nächste Muschel der Zunahmen erreicht. Vor der Muschel habe ich eine Knospe gehäkelt,
Also geht's jetzt weiter mit einem Stäbchen in der Masche des ersten Stäbchens der Muschel. Ein Stäbchen, eine Luftmasche. Das zweite Stäbchen überspringe ich und in der Lücke häkle ich wieder eine neue Muschel. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und nochmal zwei Stäbchen. Eine Luftmasche. Die nächste Masche wieder überspringen und in der übernächsten Masche arbeite ich mustergerecht jetzt eine Knospe. Vor der Muschel hatte ich ein Stäbchen gehäkelt, jetzt geht es hier nach der Muschel weiter mit der Knospe. Also wieder vier Stäbchen in derselben Masche. Und ich häkel die Knospe. Fertig. Eine Luftmasche. Und wieder abwechselnd. Ein Stäbchen in der nächsten Masche. Luftmasche. Eine Knospe in der nächsten Masche. Wir überspringen quasi die Luftmaschen und arbeiten in den Maschen der Stäbchen. Eine Luftmasche. Und das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen. Hier formen wir die Muschel der Zunahme. Hier haben wir die zwei Stäbchen der Muschel der letzten Runde. Zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Mein Stäbchen ist gehäkelt, eine Luftmasche ist gehäkelt. Somit häkele ich jetzt mustergerecht in der Masche des ersten Stäbchens der Muschel wieder eine Knospe. Und eine Luftmasche. Und somit geht unser Muster jetzt hier auf mit den Knospen und den Stäbchen. Das zweite Stäbchen überspringe ich und in der Lücke jetzt zwei Stäbchen. Und ich beende die Runde wieder mit einem Stäbchen in der zweiten Luftmasche, mit der ich die Runde gestartet hatte. So, und somit ist die Muschel hier fertig und hier unser Muster richtig aufgegangen. Das sind die zwei Musterrunden, die wir wiederholen. Es geht ganz, ganz, ganz einfach. Wir machen jetzt die erste noch einmal zusammen. Wir starten, so wie zuvor auch, erstmal in der Lücke eine feste Masche und zwei Luftmaschen. Und das ist der Satz für das Stäbchen. Und noch ein Stäbchen in derselben Lücke. Eine Luftmasche, ich überspringe die nächste Masche, in der übernächsten Masche häkel ich ein Stäbchen. Eine Luftmasche, ich gehe zur nächsten Masche, die Luftmaschen überspringen wir, in der Masche des Stäbchens ein Stäbchen. Eine Luftmasche, die Luftmasche wie gesagt immer überspringen, jetzt gehe ich zur Knospe. In der Masche der Knospe, ich steche in die Masche der Knospe hinein und häkel ein Stäbchen. Eine Luftmasche. In der Masche des Stäbchens ein Stäbchen. Eine Luftmasche. In der Masche der Knospe ein Stäbchen. Eine Luftmasche. In der Masche des Stäbchens ein Stäbchen, eine Luftmasche. In der Masche der Knospe, also wenn ihr es nicht schafft, hier von oben könnt ihr auch hier in der Seite einstechen, ein Stäbchen, eine Luftmasche. Und das machen wir jetzt abwechselnd, bis wir hier die nächste Muschel erreicht haben. Das ist die Wiederholung jetzt der ersten Runde mit den Kästchen.
Ich habe die nächste Muschel der Zunahmen erreicht. Das Stäbchen in der Masche der Knospe ist gehäkelt. Eine Luftmasche habe ich gehäkelt. Und hier ist die Muschel. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. In der Masche des ersten Stäbchens der Muschel ein Stäbchen, eine Luftmasche. Die Masche des zweiten Stäbchens überspringe ich wieder und in der Lücke häkel ich eine neue Muschel. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen, eine Luftmasche. So, hier sind die nächsten zwei Stäbchen der Muschel der letzten Runde. Nun überspringe ich die erste Masche des Stäbchens und in der zweiten häkel ich ein Stäbchen, eine Luftmasche. Ich gehe zur nächsten Masche des Stäbchens, ein Stäbchen, eine Luftmasche. In die Masche der Knospe, ein Stäbchen, eine Luftmasche. In die Masche des Stäbchens, ein Stäbchen, eine Luftmasche. In die Masche der Knospe, ein Stäbchen, eine Luftmasche. Und das machen wir, bis wir hier die nächste Muschel erreichen. Hier haben wir die Muschel, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. In der Masche des ersten Stäbchens wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche. Das zweite Stäbchen überspringen wir. In der Lücke häkeln wir die Muschel. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen, eine Luftmasche. Dann überspringen wir hier die Masche des ersten Stäbchens. Im zweiten Stäbchen dann wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche. Und dann muss er gerecht weiter. Stäbchen in der Masche der Knospe, Luftmasche. Bis wir hier die nächste Muschel erreichen. Wir achten immer darauf, dass wir hier bei der Muschel die zwei rechten Stäbchen haben, die zwei linken. Im ersten immer häkeln, das zweite Stäbchen überspringen. Das sind die rechten Stäbchen. Dann haben wir hier die linken. Das erste überspringen, in der zweiten Masche häkeln. Wir wiederholen das Ganze jetzt bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen und hier forme ich jetzt wieder die Muschel. Mustergerecht bleibt die nächste Masche leer. In der Lücke zwei Stäbchen. Und ich beende die Runde mit einem Stäbchen in der zweiten Luftmasche, mit der ich die Runde gestartet hatte. So, und die erste Musterrunde mit dem Kästchen ist fertig. Starten wir nochmal die zweite Runde zusammen. Eine feste Masche in der Lücke, zwei Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und noch ein Stäbchen in derselben Lücke, eine Luftmasche. Nun überspringe ich die nächste Masche, die gehört zur Muschel, und in der übernächsten Masche ein Stäbchen, eine Luftmasche. In der nächsten Masche eine Knospe, vier Stäbchen in derselben Masche. Wenn ihr dünnere Wolle habt, dann könnt ihr natürlich auch fünf Stäbchen häkeln, je nachdem, wie groß eure Knospe sein soll. So, und ich häkel meine Knospe hier jetzt fertig und eine Luftmasche. In der nächsten Masche ein Stäbchen, eine Luftmasche. Und hier geht es jetzt wieder mustergerecht weiter. Eine Knospe, hier haben wir die Knospe, das Stäbchen. Und über dieser Knospe häkeln wir jetzt die nächste Knospe. Vier Stäbchen, und ich häkel die Knospe fertig. Eine Luftmasche. Und jetzt abwechselnd. Ein Stäbchen Luftmasche, dann eine Knospe Luftmasche. Stäbchen Luftmasche, Knospe Luftmasche. So, ihr seht, je größer das wird, achten wir immer darauf, dass sich unsere Knospen über den Knospen befinden. Das heißt, hier haben wir jetzt eine Zunahme gemacht. Wir haben eine Knospe mehr.
Dann bei der nächsten Runde häkeln wir dann wieder die Kästchen, also nur die Stäbchen mit den Luftmaschen. Und danach wird die nächste Knospe über dieser Knospe sein. Wir werden eine neue Knospe hierzu gewinnen und dann immer die Knospen über die Knospen. Ganz wichtig, dass wir darauf achten. So, das wiederholen wir jetzt hier abwechselnd. Knospe, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, bis wir hier bei der nächsten Muschel ankommen. Ich habe die nächste Muschel der Zunahmen erreicht. In der Masche des ersten Stäbchens der Muschel habe ich mustergerecht jetzt eine Knospe gehäkelt, eine Luftmasche. Die nächste Masche überspringe ich wieder und in der Lücke der Muschel häkel ich eine neue Muschel. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Eine Luftmasche. Und es geht im Muster weiter. Die nächste Masche überspringen, in der übernächsten ein Stäbchen, eine Luftmasche. In der nächsten Masche jetzt wieder eine Knospe. Also die vier Stäbchen in derselben Masche. Und die Knospe fertig häkeln. Eine Luftmasche. In der nächsten Masche wieder ein Stäbchen. Eine Luftmasche. In der nächsten Masche die Knospe. Vier Stäbchen. Und ich häkel die Knospe fertig. Und eine Luftmasche. Und wieder abwechselnd Stäbchen, Luftmasche, Knospe, Luftmasche. Bis wir hier die nächste Muschel erreichen. Ich habe die nächste Muschel erreicht. Vor der Muschel habe ich die Knospe gehäkelt, eine Luftmasche. In der Masche des ersten Stäbchens der Muschel häkel ich ein Stäbchen, eine Luftmasche. Die nächste Masche überspringen, in der Lücke eine Muschel häkeln. Eine Luftmasche. Vor der Muschel hatte ich ein Stäbchen gehäkelt, also geht es jetzt weiter mit der Knospe. Die nächste Masche überspringen, in der übernächsten häkel ich die Knospe. Vier Stäbchen in derselben Masche. Und die Knospe fertig häkeln. Eine Luftmasche. In der nächsten Masche häkel ich ein Stäbchen, eine Luftmasche und in der nächsten Masche wieder die Knospe. Und die Knospe ist über der Knospe der vorletzten Runde. Und somit werden wir dann immer Knospen über Knospen, Stäbchen über Stäbchen haben. Ich häkel die Knospe fertig, eine Luftmasche und jetzt mustergerecht weiter. Stäbchen über Stäbchen, Luftmasche, Knospe über Knospe, Luftmasche. Das wiederholen wir bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen. Hier formen wir jetzt wieder die Muschel und in der Masche des ersten Stäbchens der Muschel der letzten Runde habe ich eine Knospe gehäkelt, eine Luftmasche. Die nächste Masche überspringe ich und häkel in der Lücke zwei Stäbchen. Und beende die Runde wieder mit einem Stäbchen in der zweiten Luftmasche, mit der ich die Runde gestartet hatte. Und das war die zweite Musterrunde. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Es sind diese zwei Runden, die wir wiederholen, bis wir dort angekommen sind, wo wir unsere Armausschnitte formen möchten. Jetzt geht's wieder los mit der ersten Runde. Das heißt, wieder eine feste Masche in der Lücke, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen in derselben Lücke. Eine Luftmasche, die nächste Masche überspringen, in der übernächsten ein Stäbchen. Luftmasche, in der Masche des Stäbchens ein Stäbchen.
Luftmasche, in der Masche der Knospe ein Stäbchen, Luftmasche. Und wir wiederholen jetzt die erste Runde mit den Kästchen, dann die zweite Runde mit den Knospen. Da kann man eigentlich so gut wie gar nichts verkehrt machen. Das Muster leitet einen richtig von alleine und es ist wirklich einfach nur wunderschön. So, ich häkel jetzt erstmal ein bisschen weiter, bis ich die Achselhöhe erreicht habe und dann formen wir die Armausschnitte zusammen. Ich habe jetzt die Achselhöhe erreicht und an dieser Stelle möchte ich die Armausschnitte formen. Die breiteren Teile sind fürs Vorder- und Rückenteil und die schmäleren Teile für die Ärmel. Die letzte Runde, die ich hier jetzt gehäkelt habe, ist die Runde mit den Stäbchen. Ich bin hier am Ende der Runde angekommen und beende die Runde ganz normal mit einem Stäbchen in der dritten Luftmasche, mit der ich die Runde gestartet hatte. So, da ich jetzt hier die Armausschnitte forme, möchte ich keine Zunahmen mehr häkeln. Deshalb starte ich wie folgt. 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen plus eine Trennungsluftmasche. Und hier muss es mustergerecht weitergehen. Das heißt, hier ist die Knospe. Über dieser Knospe entsteht eine neue. Dann ein Stäbchen und wieder eine Knospe. Somit überspringe ich die nächste Masche, das ist das Stäbchen. Und in der übernächsten Masche des Stäbchens häkel ich eine Knospe. Also 4 Stäbchen in derselben Masche. Und ich häkel meine Knospe fertig. Eine Luftmasche. Und es geht mustergerecht weiter. In der nächsten Masche ein Stäbchen. Eine Luftmasche. In der nächsten Masche wieder eine Knospe. Also 4 Stäbchen in derselben Masche. Und ich häkel die Knospe fertig. Eine Luftmasche. Und das mache ich jetzt abwechselnd Stäbchen, Knospe, bis ich hier die nächste Ecke der Zunahmen erreiche. Ich habe die Ecke der Zunahmen erreicht. Hier ist die Muschel. Die 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in derselben Lücke. In der Masche des ersten Stäbchens der Muschel habe ich eine Knospe gehäkelt. Jetzt eine Luftmasche. Das zweite Stäbchen überspringe ich und in der Lücke zwischen den Stäbchen häkel ich ein Stäbchen. So, nun überspringe ich alle Stäbchen, die ich gehäkelt hatte und gehe zur nächsten Zunahme. Hier, zur nächsten Muschel. Und in der Lücke dieser Muschel häkel ich jetzt ein Stäbchen. Ich überspringe alle Stäbchen, steche in die Lücke der Muschel hinein und häkel auch hier ein Stäbchen. Und somit ist hier der erste Armausschnitt entstanden. Nun geht's mustergerecht weiter. Das heißt, erstmal eine Luftmasche und hier habe ich die Knospe. Über dieser Knospe entsteht wieder eine neue Knospe. Davor ein Stäbchen, dann wieder eine Knospe, ein Stäbchen. Somit überspringe ich die nächste Masche, das nächste Stäbchen und in der übernächsten Masche häkel ich ein Stäbchen. Eine Luftmasche. In der nächsten Masche eine Knospe. 4 Stäbchen in derselben Masche. Und ich häkel die Knospe fertig. Eine Luftmasche. In der nächsten Masche ein Stäbchen. Eine Luftmasche. In der nächsten Masche folgt dann die Knospe. Wieder 4 Stäbchen in derselben Masche.
Ich häkel die Knospe fertig. Eine Luftmasche. Und es geht mustergerecht weiter. Abwechselnd ein Stäbchen Luftmasche, dann Knospe, Luftmasche. Und das machen wir, bis wir hier die nächste Ecke der Zunahmen erreichen. Ich habe die nächste Ecke erreicht. Hier ist die Muschel. Also die zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen in derselben Lücke. In der Masche des ersten Stäbchens der Muschel habe ich ein Stäbchen gehäkelt. Jetzt eine Luftmasche. Ich überspringe das zweite Stäbchen und in der Lücke häkel ich ein Stäbchen. Und hier forme ich jetzt den zweiten Armausschnitt, indem ich alle Stäbchen überspringe und zum Ende der Runde gehe. Hier. Diese Runde hatte ich mit den Luftmaschen gestartet. Ich beende die Runde nun, indem ich in die dritte Luftmasche einsteche und eine Kettmasche häkel. 1, 2, 3, ich steche in die dritte Luftmasche und häkel hier die Kettmasche. Die Runde ist fertig und hier ist mein zweiter Armausschnitt. Ab jetzt arbeiten wir die zwei Musterrunden ganz normal ohne Zunahmen, also keine Muscheln mehr. Und ich starte die Runde mit den Stäbchen, indem ich in die große Lücke einsteche und hier erstmal eine feste Masche häkel und zwei Luftmaschen. Und dieses zählt jetzt als ein Stäbchen. Eine Trennungsluftmasche und ich gehe zur Knospe. In der Masche der Knospe häkel ich ein Stäbchen. Eine Luftmasche. In der Masche des Stäbchens ein neues Stäbchen. Eine Luftmasche. In der Masche der Knospe ein Stäbchen. Also wir arbeiten ganz normal die Runde mit den Stäbchen. Und eine Luftmasche. Und das mache ich, bis ich den nächsten Armausschnitt erreiche. Ich habe den nächsten Armausschnitt erreicht. In der Knospe habe ich ein Stäbchen gehäkelt, eine Luftmasche. Und jetzt häkel ich ein Stäbchen in der großen Lücke. Ich steche direkt in die große Lücke hinein und häkel ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Und ich gehe direkt in die Masche der Knospe und häkel auch hier ein Stäbchen. Und wieder eine Luftmasche, Stäbchen in der Masche des Stäbchens. Eine Luftmasche, Stäbchen in der Masche der Knospe. Es geht mustergerecht weiter. Eine Luftmasche, in der Masche der Stäbchen ein Stäbchen, Luftmasche, in der Masche der Knospe eine Knospe. Und das wiederhole ich jetzt bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen. Mein letztes Stäbchen habe ich in der Masche der Knospe gehäkelt, eine Luftmasche. Das nächste Stäbchen überspringe ich und gehe direkt in die dritte Luftmasche hinein, um eine Kettmasche zu häkeln. Die feste Masche ist meine erste Masche, die zweite Luftmasche und hier ist die dritte Luftmasche. Und in dieser dritten Luftmasche häkel ich eine Kettmasche. Und die Runde ist fertig. Hier ist das letzte Stäbchen über der Knospe. Da entsteht die nächste Knospe. Dann kommt ein Stäbchen in der Masche der Luftmaschen, die jetzt als Stäbchen zählen. Und dann wieder eine Knospe über der Knospe. So geht unser Muster denn richtig auf. Wir starten die nächste Runde mit drei Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen plus eine Trennungsluftmasche. Hier ist die Knospe und das Stäbchen. In der Masche des Stäbchens häkel ich eine neue Knospe. Also vier Stäbchen in derselben Masche. Und ich häkel die Knospe fertig und eine Luftmasche. In der Masche des Stäbchens ein neues Stäbchen, eine Luftmasche.
Hier ist die nächste Knospe und das Stäbchen. In der Masche des Stäbchens eine neue Knospe. Ich arbeite ganz normal im Muster weiter. Also 4 Stäbchen in derselben Masche. Und ich häkle die Knospe fertig. Und eine Luftmasche. Und es geht normal im Muster weiter. Stäbchen über den Stäbchen, Knospen über die Knospen, bis wir hier beim nächsten Armausschnitt angekommen sind. Ich habe den nächsten Armausschnitt erreicht und auch hier arbeiten wir mustergerecht weiter. Hier über der Knospe habe ich eine neue Knospe gehäkelt, eine Luftmasche und hier ist das Stäbchen in der großen Lücke. In diesem Stäbchen häkel ich ein neues Stäbchen, eine Luftmasche. Hier ist die nächste Knospe, in der Masche des Stäbchens eine neue Knospe. Also wieder 4 Stäbchen in derselben Masche. Ich häkel die Knospe fertig. Und eine Luftmasche. Und jetzt geht's wieder normal im Muster weiter. Da, wo die Stäbchen sind, häkeln wir neue Stäbchen. Da, wo die Knospen sind, häkeln wir neue Knospen. Und das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen. Über der Knospe habe ich meine letzte Knospe gehäkelt. Jetzt eine Luftmasche. Und ich beende die Runde mit einer Kettmasche in der dritten Luftmasche, mit der ich diese Runde gestartet habe. 1, 2, 3. Ich steche in die dritte Luftmasche hinein und häkel die Kettmasche. Und die Runde ist fertig. Und hier geht unser Muster richtig auf. Da sind die Knospen, hier die Stäbchen, hier die Knospen. Und das sind jetzt die 2 Musterrunden, die wir so lange wiederholen, bis wir die gewünschte Länge für unser Top haben. Das heißt, wir starten jetzt wieder mit 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen. Eine Trennungsluftmasche. Dann in der nächsten Masche ein Stäbchen, das ist die Masche der Knospe, eine Luftmasche. In der Masche des Stäbchens ein neues Stäbchen, eine Luftmasche. In der Masche der Knospe ein Stäbchen, eine Luftmasche. Die erste Musterrunde ist die Runde mit den Stäbchen und den Luftmaschen. Am Ende der Runde beenden wir die Runde mit einer Kettmasche in der dritten Luftmasche und starten dann die zweite Musterrunde, die Runde mit den Stäbchen und den Knospen. Also dann wieder 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen, eine Trennungsluftmasche und hier in der Masche des Stäbchens über der Knospe eine neue Knospe. Luftmasche, da wo die Stäbchen sind, häkeln wir Stäbchen, Luftmasche, da, wo die Knospen sind, häkeln wir Knospen, Luftmasche. Diese 2 Musterrunden, wie gesagt, wiederholen, bis ihr die gewünschte Länge eures Tops erreicht habt. Ich häkel das jetzt erstmal fertig und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und ich muss euch sagen, bis jetzt sieht das Ganze verdammt gut aus. Also es sieht wirklich ganz, ganz, ganz toll aus. Es ist ein richtig schönes Muster. Ich habe die Länge erreicht, die ich haben möchte. Und meine letzte Runde ist die Runde mit den Kästchen, also die Runde mit den Stäbchen und den Luftmaschen. Wer möchte, kann jetzt natürlich auch ein Bündchen ranhäkeln. Ich lasse es so, wie es ist. Mir gefällt es sehr gut so. Das, was wir jetzt machen werden, ist unseren Halsausschnitt umhäkeln. Hier ist der Halsausschnitt und diesen umhäkel ich jetzt mit Reliefstäbchen abwechselnd von vorne und von hinten eingestochen. Und das mache ich wie folgt. Hier ist der Anfang und das Ende meiner Runde. Da, wo der Faden ist, ist der Start des Pullis. Also hier bin ich gestartet. Und wenn wir hier sehen, habe ich die erste Muschel der Zunahmen. Die 2 Stäbchen, Luftmaschen, 2 Stäbchen. Hier. Nun steche ich in die Masche hinein, wo der Faden ist. Also diese Masche hält quasi die Stäbchen der Muscheln zusammen. Und in diese Masche steche ich jetzt hinein und hole mit dem Faden durch die Masche nach vorne und häkel eine Kettmasche. So, jetzt habe ich hier die Muschel,
1, 2 Stäbchen, Luftmaschen, 1, 2 Stäbchen. Nun steche ich jetzt in die Lücke der Muschel hinein, gehe unter den 2 Stäbchen und komme durch die nächste Lücke hinaus und hole den Faden durch beide Lücken nach vorne und häkle hier eine feste Masche. Somit habe ich diese 2 Stäbchen zusammengehäkelt und 2 Luftmaschen. Und dieses hier zähle ich jetzt als ein Reliefstäbchen von vorne eingestochen. Es geht weiter mit einem Reliefstäbchen von hinten. Und jetzt abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Ein Reliefstäbchen von vorne, ein Reliefstäbchen von hinten. Und wieder Reliefstäbchen von vorne, Reliefstäbchen von hinten. Und das mache ich jetzt, bis ich hier die nächste Muschel der Zunahme erreiche. Ich habe hier die nächste Ecke der Zunahme erreicht. Hier sind die Muscheln und ich habe 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Hier quasi ist meine Muschel. 2 Stäbchen rechts, die 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen links. Wir werden jetzt hier jeweils ein Stäbchen reduzieren und deshalb wieder 2 Stäbchen zusammenhäkeln. Das heißt, mein letztes Stäbchen hier ist ein Reliefstäbchen von vorne. Also folgt jetzt ein Reliefstäbchen von hinten. Ich steche von hinten in die Lücke hinein, gehe über die ersten 2 Stäbchen und steche in die große Lücke. Hole den Faden durch die große Lücke, über den 2 Stäbchen und komme durch die nächste Lücke hinten raus und häkel das Reliefstäbchen fertig. So, hier sind die nächsten 2 Stäbchen der Muschel. Nun folgt ein Reliefstäbchen von vorne eingestochen. Auch hier reduziere ich ein Stäbchen. Deshalb, ich steche von vorne in die Lücke hinein, bin unter den beiden Stäbchen, komme durch die nächste Lücke heraus. Ich häkel diese 2 Stäbchen quasi zusammen und häkel mein Reliefstäbchen von vorne fertig. So, jetzt geht ganz normal weiter mit jeweils ein Stäbchen. Ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen, ein Reliefstäbchen von vorne und wieder. Ein Reliefstäbchen von hinten, ein Reliefstäbchen von vorne. Reliefstäbchen von hinten, Reliefstäbchen von vorne. Und das mache ich jetzt wieder, bis ich die nächste Zunahme erreiche. Und diese machen wir noch einmal gemeinsam. Ich habe hier die nächste Muschel der Zunahmen erreicht. Hier sind die Muscheln, also die 2 Stäbchen rechts, Luftmasche, 2 Stäbchen links. Und auch hier reduziere ich jetzt jeweils ein Stäbchen. Mein letztes Stäbchen, das ich gehäkelt habe, ist ein Reliefstäbchen von hinten. Also häkle ich jetzt ein Reliefstäbchen von vorne eingestochen. Ich steche wieder in die Lücke von vorne hinein, bin unter beiden Stäbchen der Muschel und komme in der nächsten Lücke raus. Ich hole den Faden durch beide Lücken nach vorne und häkel das Reliefstäbchen von vorne fertig. Hier sind die nächsten 2 Stäbchen der Muschel. Nun häkel ich ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Ich steche von hinten in die Lücke hinein und gehe über beide Stäbchen durch die nächste Lücke. Und somit habe ich jetzt 2 Stäbchen reduziert. Es geht normal weiter. Ein Reliefstäbchen von vorne eingestochen. Ein Reliefstäbchen von hinten. Das machen wir jetzt abwechselnd bis zum Ende der Runde.
Ich bin am Ende der Runde angekommen und nun ist Folgendes. Hier haben wir die Zunahme mit den Muscheln. Hier bin ich gestartet mit einer festen Masche und zwei Luftmaschen. Quasi hier feste Masche, zwei Luftmaschen. Und das ist die Muschel. Die zwei Stäbchen rechts, die zwei Stäbchen links. Ich bin gestartet, indem ich die zwei linken Stäbchen umhäkelt hatte mit einer festen Masche. Und dann kamen die zwei Luftmaschen. Und dieses zählt als ein Reliefstäbchen von vorne eingestochen. So, das ist hier. Das sind die zwei rechten Stäbchen der Muschel. Und hier habe ich gerade mein Reliefstäbchen von vorne eingestochen gehäkelt. Also muss es jetzt mustergerecht weitergehen mit Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Und das mache ich wieder, indem ich von hinten in die Lücke einsteche. Ich bin über beiden Stäbchen der Muschel, gehe durch die Lücke der Muschel und hole mir den Faden durch die Lücke nach vorne und gehe durch die nächste Lücke. Und hier häkele ich mein Reliefstäbchen von hinten fertig. So, jetzt beende ich die Runde mit einer Kettmasche in der zweiten Luftmasche, mit der ich die Runde gestartet hatte. Wir hatten eine feste Masche und zwei Luftmaschen. Ich steche in die zweite Luftmasche hinein und häkele die Kettmasche. Und somit geht mein Muster jetzt auch richtig auf. Das heißt, wir haben hier Reliefstäbchen von vorne, Reliefstäbchen von hinten, Reliefstäbchen von vorne eingestochen. Und die Runde ist fertig. So, ab jetzt reduzieren wir keine Stäbchen mehr, sondern arbeiten abwechselnd unsere Reliefstäbchen. Ich starte die nächste Runde wieder mit einer festen Masche, indem ich hier mein erstes Stäbchen umhäkel. Von vorne eingestochen, eine feste Masche und zwei Luftmaschen. Und das zählen wir wieder als ein Reliefstäbchen von vorne eingestochen. Und jetzt abwechselnd ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Reliefstäbchen von vorne. Reliefstäbchen von hinten. Und immer bis zum Ende der Runde abwechseln, Reliefstäbchen von vorne, Reliefstäbchen von hinten. Am Ende der Runde haben wir dann ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen und beenden die Runde mit einer Kettmasche in der zweiten Luftmasche, mit der wir die Runde starten. Ich weiß nicht, ob ich zwei oder drei Runden machen werde, das erwähne ich, wenn ich fertig bin. Ich häkel das erstmal fertig und dann schauen wir, wie das Ganze aussieht. Mein Halsausschnitt ist fertig umhäkelt und ich habe letztendlich hier zwei Runden Reliefstäbchen gehäkelt. Wer möchte, kann natürlich auch mehr machen. Ihr könnt auch, wenn ihr mögt, eure Armausschnitte umhäkeln mit Reliefstäbchen, abwechselnd von vorne und hinten. Ich lasse meine so, wie sie sind. Ich mag es mit der Breite, die sie haben, weil ich denke, dass es zu diesem Modell sehr, sehr gut passt. Und somit ist mein Shirt fertig. Ich finde, es ist richtig schön geworden, richtig hübsch geworden. Auch die Farben sind ganz, ganz toll. Ich hoffe, ihr mögt es genauso wie ich. Ich freue mich über ein Like, einen netten Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.